Hi Leute, hier ist mal wieder Galur nach etwas längerer Zeit. Was hat er heute vor? Ich werde Tabak auf die türkische traditionelle Art rauchen, so wie ich es mir aus dem Internet rausgeguckt hatte. Ich habe jetzt noch niemanden entdeckt, der mir wirklich diese Kopfbauart zeigen konnte. Was ich mir dafür besorgt habe oder gemacht habe, ist ein Tömbeki-Kopf. Das Ganze sieht so aus. Ja, hier kann man es ganz gut erkennen. Also den habe ich mir jetzt nicht selbst getöpfert. Ich hatte mal von einem lieben Bekannten einen Topf gemacht bekommen. Der ist mir nur leider runtergefallen. Und da ist ein großes Stück rausgebrochen. Was hat der liebe Gadur gemacht? Er hat einfach eine Säge genommen, hat oben den Kopf abgesägt und hat gedacht, naja, selbst ist der Mann und wir machen uns daraus eben einen Tombeki-Kopf. Gut. Jetzt gehe ich einfach aus dem Bild. Was brauchen wir dafür? Ich habe leider keinen Tömbeki bekommen. Ich hatte nur ganz normale, komm her, Blätter von diesem Virginia-Tabak, den ich mir bestellt hatte. Und habe gedacht, gut, was mit dem Tömbeki geht, geht mit dem vielleicht auch. Sollten jetzt irgendwelche Spezialisten dabei sein? Ihr könnt mich ruhig kritisieren, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe es mir im Internet angeschaut, der Tabak wird gewickelt und es kommt Tabak in die Mitte. Das kann ich jetzt, muss ich jetzt mal so ein bisschen nach vorne kippen, dass man es sehen kann. Kann man es sehen? Ja, hier kann man es sehen. Also den Tabak habe ich in Streifen geschnitten, in kleine und habe ihn angefeuchtet. Das zeige ich vielleicht auch noch mal besser so. Also den habe ich so nicht zu fein geschnitten und habe ihn in Wasser eingelegt, so wie das sein sollte, auch für eine längere Zeit. Ich denke jetzt, der wird hier so 2 Stunden vor sich hingedümpelt haben. Und dann zum Umwickeln habe ich andere, hier schütte ich mal ein bisschen was ab, habe ich die normalen Tabakblätter genommen. Kann ich jetzt nicht so gut mit einer Hand halten und habe diese auch in Wasser eingeweicht, um das Ganze dann damit zu umwickeln. Ich habe es noch nie gemacht, ich habe es mir jetzt bestimmt 20-30 Mal angeguckt und ich werde das jetzt einfach hier mal machen. Ich nehme euch da einfach mal mit und sag euch auch noch mal ein bisschen was dazu. Ich hoffe, so sieht man ein bisschen was. Also als erstes soll man Tabak nehmen und soll den am besten, ja, jetzt habe ich es schon falsch gemacht, über dem Waschbecken ein bisschen ausdrücken, dass noch eine Feuchtigkeit da ist, dass er aber nicht zu nass ist. Er sollte auch nicht zu fein sein. Also ich bin ja eigentlich ein Gegner des Auswaschens, aber wenn es denn doch für einen guten Zweck ist oder für den Zweck mal den Tabak richtig traditionell zu rauchen, dann mache ich das doch ganz gerne mal. Ich denke mal, das wird mir reichen. Ich will ja jetzt nicht so einen Hammerkopf rauchen und mich gleich wegschießen, also nehme ich noch ein neues Küchenkrepp. Mach den noch feuchten Tabak da drauf und so wie ich es verstanden habe, soll er noch leicht feucht sein, dass er halt gut klimmen kann und die Blätter rundherum sollen halt, dass sie besser kleben, noch etwas feuchter sein. Hier könnt ihr das sehen, so sieht das Ganze dann auch aus. Riecht wunderbar nach schönem Virginia-Tabak, also diese holzige Note. So, wie kriege ich das jetzt so auf den Kopf, dass ich es umwickeln kann? Ich weiß es nicht, ich versuche es mal ein bisschen zusammen zu pressen. Wie gesagt, ich will mir jetzt hier nicht den Hammerkopf bauen. So, ganz normal hier drauf. Drückt das so auf den Kopf. Das sieht ja schon lustig aus. Ich hoffe, ich mache das Ganze richtig. Ah, vielleicht brauche ich da noch ein bisschen mehr Tabak. Ich weiß es nicht. Ich lege den hier mal beiseite.
Drück mir noch ungefähr eine Handvoll aus. Friemel den aus. Drück den auch noch mal ein bisschen aus. Und mach mir hier mal eine nicht zu hohe nette Wurst, aus der ich so ein bisschen das Wasser noch rausdrücke. Also wie gesagt, es hat mir keiner gesagt, wie ich das Ganze machen soll. Ich mache das hier unten so ein bisschen platt. Er sagt jetzt, ja, der drückt das zusammen, aber da wird nachher noch mit einem Spießzeug gegangen. So, also das Ganze hier schön auf den Kopf gedrückt. So, das war die Pflicht, jetzt kommt die Kür. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ich nehme es einfach mal ein bisschen näher ran. Auch wieder in die falsche Richtung die Kamera. Das ist zu nah. So kann man es sehen. Also das sieht jetzt aus wie so ein schönes Softeis. Und jetzt soll man die Tabakblätter nehmen. Und das Ganze relativ fest von unten umwickeln. Es werden jetzt sicherlich einige Kaffeehausbesitzer vor dem PC sitzen und werden sich denken, Ollum, was machst du da? Aber es ist eben das, was ich in den Videos gesehen habe. So, man soll das auch noch festdrücken, so dass eben keine Luft da reinkommt. So, das nächste Blatt. Schon bei 7 Minuten. Also, ich werde das Ganze jetzt, dass das Video nicht zu ausschweifend wird. Ich glaube, ich muss das auch mal ein bisschen fester wickeln. Das war jetzt der Grund. Werde ich das Ganze jetzt mal schneiden. Werde das zu Ende wickeln und euch mal zeigen, was dabei rausgekommen ist. Okay, bis gleich. Hier kommt der Schnitt. So, ein kleiner Zwischenbericht. Es ist mir etwas aufgefallen, und zwar den Topf stehen zu lassen und das Tabakblatt drum zu wickeln. Ist ein bisschen müßig. Außerdem sollte man vorher, das kann ich jetzt nicht nehmen, sollte man vorher alles entfernen, was auch irgendwie nach dem Strunk aussieht. Die Tabakblätter sind relativ halten relativ viel aus, und es ist wirklich am besten, wie ich gemerkt habe, man nimmt das Tabakblatt, ich gehe noch mal ein bisschen zurück, weil da sieht man ja gar nichts so richtig, man nimmt das Tabakblatt, macht das hier hinten so ein bisschen auseinander und wickelt das dann wirklich richtig fest. Also man kann ruhig ein bisschen Zug anwenden um den Kopf, drückt das Ganze dann fest. Das sieht schon lustig aus. So, ich zeige es euch nochmal. Oh, da ist ein Strunk drin. Weiß jetzt auch nicht, wie oft man das Ganze umwickeln soll. Aber es sieht schon gut aus. Das heißt, ihr nehmt den Topf in die Hand, zieht ein bisschen an dem Blatt, umwickelt das Ganze, könnt ruhig ein bisschen straff ziehen. Und danach wird das Ganze eigentlich relativ festgedrückt. Man sollte hier unten, so sieht das Ganze dann aus, man sollte hier unten darauf achten, dass eben da keine Luft reinkommt. Ist halt wie genau bei einer normalen Zigarette oder Zigarre. So, von oben sieht das Ganze so aus. Ich denke, das ist jetzt nicht der perfekte Kopf dieser Art, aber ich denke, ich habe das ganz gut hingekriegt. Mach nochmal, braucht halt unheimlich viel Tabak. Ich will gar nicht wissen, wie viel das jetzt ist. Aber da mache ich jetzt noch ein letztes Blatt rum, weil es mir einfach so gut gefällt, diese Wickelarbeit. Hat so ein bisschen was Meditatives. Und hier ist jetzt auch wieder der Strom drin. Sollte ich vielleicht mein Messer entfernen.
Ganze dann auch wieder relativ festdrücken. Und was ich dann auch gesehen habe, weil das Ganze ja relativ fest zusammen, na hier der Strom, der stört mich ein bisschen. Das Blatt mache ich nochmal ab. Da habe ich jetzt den Strom rausgerissen, wickel es nochmal rum und hoffe, dass das Ganze so hält. So, ihr seht, so sieht das Ganze aus. Ich hoffe, mein Autofokus macht mit. Ja, sieht schon lustig aus. Hier oben sieht man den reinen Tabak. Drücke ich jetzt noch ein bisschen fest. Und dann habe ich in den Videos gesehen, es muss ja auch irgendwie ein Durchzug da sein, dass man mit einem dickeren Stab, gut, ich habe jetzt nichts Dickeres als diese Spieße. So, einmal hier durchgeht. Ich habe hier das mittlere Loch und habe es gefunden. So. Versuche das Ganze ja auch zum ersten Mal. Lass den Stock jetzt erstmal da so drin. Versuche dann nochmal dieses andere Loch zu treffen und wie gesagt, wir sehen uns dann beim Rauchen. Ich werde Naturkohle nehmen, ich werde meine Elmas-Pfeife nehmen. Man kann sie ja schließlich sauber machen und ich denke mal, der Virginia-Tabak hat nicht so einen starken Eigengeschmack. Okay, gut, wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, dann bin ich wieder, heute mal ungewohnterweise auf meinem Balkon, weil das will ich ja wirklich nicht meiner Familie antun, das drin zu rauchen. Ich habe hier so eine ganz normale Stabkohle traditionell entzündet, habe die in kleine Stücke geteilt und werde die jetzt mal dort auflegen. Ich denke mal durch die Feuchtigkeit. Das Tabak braucht man relativ viele. Und riecht nach Tabak. Ich zeige euch das jetzt mal. Der Balkon ist noch nicht so richtig sommerfertig. So, das Ganze auf einer Elmas, wie ihr seht. Und da sind Kohlestückchen drauf, wobei ich sehe, da könnte vielleicht noch eins dazu. Ne, das lassen wir jetzt mal so. Okay, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich werde dich von der Bank kippen. Immer so einen ganz billigen Kaffeehausschlauch, den ich mir mal gekauft hatte, genommen. Also es kommt nicht viel Rauch, das seht ihr. Schmeckt irgendwie pur nach Tabak, ein bisschen süßlich nach Tabak. Ich weiß nicht, ob das der Virginia ist, der so ein bisschen süßliche Note hat. Dazu wird der Pinky uns bestimmt mehr sagen können. Es hat einen relativ guten Durchzug. Schmeckt wie gesagt nach Tabak. Ich glaube, ich werde die Pfeife dann doch länger putzen müssen, aber wozu gibt es dann schließlich Orange Cleaner? Gut. Ich habe mir natürlich hier raus mein Handy mitgenommen. Da werde ich jetzt den Timer, das aushalte, ihr müsst jetzt die ganze Zeit zugucken.
Es raucht nicht viel, das habe ich auch in den Videos gesehen. Halt der pure Tabakgeschmack. Jetzt nicht unangenehm, da ich auch gerne eine Zigarre oder eine Pfeife rauche. Gut, ich mache jetzt hier mal aus und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ihr seht hier den Kopf mit der Kohle drauf. Von Namen. Fahre ich mal wieder zurück, dass ihr mich auch sehen könnt. So. Also, es sind nun 17 Minuten vergangen. Ich habe jetzt dauerhaft hier gesessen und mir ist aufgefallen, man sollte den Tabak nicht auf Lunge rauchen. Der ist schon sehr stark, also ist es eher was zum Puffen. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Virginia ist, der vielleicht nicht so sehr geeignet ist, ihn auf diese Methode zu rauchen. Aber es kratzt schon anständig. Wobei, wenn ich mehr Kohle drauf lege oder sage ich auch mal die Kohle etwas abasche und sie etwas heißer ist, der Tabak gar nicht mehr so kratzt. Raucht auch nicht so stark. Ist eigentlich wirklich für mich eine Art Zigarette durch die Wasserpfeife zu rauchen. Mir persönlich auch zu stark. Also ich werde nicht mehr so rauchen. Also, nee, ist nicht so toll, sollten irgendwelche Spezialisten da draußen sitzen und mir sagen, hier, du hast da oder dort einen Fehler gemacht. Schreibt es mir ruhig rein. Also mein Ding ist es nicht so zu rauchen, ich bin auch nicht so der Zigarettenfan, es hat jetzt nicht unbedingt den Zigarrengeschmack, den ich mir so ein bisschen erhofft habe. Also einfach nur ein sehr starker Tabakgeschmack durch die Wasserpfeife. Also von mir nicht unbedingt eine Empfehlung, es nachzumachen, es sei denn, ihr seid ganz hartgesottene Zigarettenraucher. Ja, hat für mich jetzt mit unserem Shisha-Rauchen nichts zu tun, mag traditionell eine ganz gute Sache sein. Nee, ist nicht so toll. Also, ich werde es nicht mehr machen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ihr habt es gesehen. So viel von mir. Bis dahin, haut rein. Euer Kadua.